Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Let's Play Legend of Zelda Breath of the Wild. In der letzten Folge haben wir das vergessene Plateau ein bisschen erkundet. Genauer gesagt den Wald der Seelen. Da haben wir schon drei Crocs gefunden. Und einen hier bei diesem See. Oder eher beim Teich. Und heute geht es dann hier in diesen Schrein. Da hat ja der alte Mann gesagt, dass ich da hineingehen soll. Und da ist auch eine Kiste. Die sieht ein bisschen besonders aus. Da sind noch Fische und die kann ich... Ein Ma-Uno-Schrein, okay. Okay. Hier ist die Kiste, die ich gerade gesehen habe. Ein Rhodonit, ein wertvoller Edelstein, der in Hyrule gefunden werden kann. Aufgrund seiner Farbe wird ihm nachgesagt, die Kraft des Feuers zu erhalten. Er zieht sehr hohe Preise. Ui. Kann ich mich das jetzt zerstören mit einer Axt oder so? Also mit dem großen Ding? Ja, Holzpfeile, perfekt. Ich pfeife mal aus Versehen. Aber erstmal öffne ich hier diesen Schrein. Okay, dann gehe ich mal hinein. Ui. So. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Ma-Onu. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Magnetismus. Okay. Ich denke mal, dass ich erstmal hier hin muss. Geht so aus. Magnetmodul. Lässt sich metallene Objekte bewegen. Erfasst ein Magnetstrahlenobjekt aus Metall, kannst du es hochheben und frei umher bewegen. Das klingt ja mal sehr nice. Okay. Nice. Ah, da habe ich was gesehen, da kann ich auch noch. So, ich glaube, da muss ich jetzt mal unten durch. Okay, und zwar gibt es in den Schreinen immer Kisten versteckt. Und diese Kisten muss man für die 100% auch alle finden. Das heißt, dass ich die alle suchen werde jetzt erstmal. Hier kann ich die Wand schon mal einreißen. So, perfekt. Dann... Oh, ein Gegner. Verdammt. Okay, da war easy. Eine antike Feder. Solche Federn wurden in Maschinen der untergegangenen Zivilisation verbaut. Egal wie weit man sie dreht. Sie geht nicht kaputt. Sie ist so leicht, dass sie auf Wasser schwimmt. Oha. Klingt fast sehr gut. Stimmt. Da ist eine Kiste. Kann ich schon mal holen. Und was soll ich noch sagen? Stimmt, vielleicht erscheint nächstes Jahr The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Deswegen habe ich mir schon gedacht, dass ich dieses Let's Play erstmal hier machen werde. Damit es das auf meinem Kanal gibt. Okay, das sieht sehr riskant aus. Aber egal. Ich freue mich schon mega auf den zweiten Teil. Und ich habe diesen ersten Teil schon vor Jahren gespielt. Auf der Wii U tatsächlich, nicht auf der Switch. Denn da gab es das auch. Und ich weiß nicht, man kann hier sehen. Ja, da rechts neben dem Namen vom Schrein ist jetzt eine Kiste. Das heißt, dass ich alle Kisten gesammelt habe aus diesem Schrein. So. Jetzt kann ich hier meine Belohnung abholen. Du hast die Herausforderung gemeistert und in Zweifel bist du der Außerwelt erhält.
Ich bin Maonu. Vor ungeahnter Zeit offenbarte sich die Köchin Hylia von mir. Sie gab mir die Aufgabe, diesen Schrein der Prüfung zu erschaffen. Ich wurde der Priester, welcher die Pilger auf ihre Fähigkeiten hin prüft, die Verheerung zu besiegen. Nach Äonen erschien nun endlich der wahre Held vor mir. Erlaube mir, dir im Namen der Göttin Hylia dieses Zeichen der Bewährung zu verleihen. Ein Zeichen der Bewährung. Ein Zeichen, das einem Helden für das Bestehen einer Herausforderung verliehen wird. Mein Herz wird aufgefüllt. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Alles klar. Okay, da bin ich wieder draußen. Und ist das der alte Mann? Tatsächlich. Du scheinst vielleicht eine Bewährung erhalten zu haben. Nicht schlecht für den Anfang. Was Parasegel? Nur mal ruhig mit den jungen Pferden. Ich bin doch nicht fertig mit dir. Es sieht schwer danach aus, als seien die Türme aus diesem Schrein deinetwegen aufgetaucht. Und dieser Schrein. Genau gesagt, wegen dieses Schickersteins, den du dort am Gürtel trägst. Ja, aber ich will das Parasegel. Sei doch mal still und hör zu. Vor langer, langer Zeit lebte an diesem Ort eine hochentwickelte Kultur, die Shika. Durch ihr Wissen konnte dieses Land ein ums andere Mal vor dem Untergang bewahrt werden. Diese Kultur verschwand schon vor Jahrtausenden von der Bildfläche. Doch Überreste ihrer Zivilisation, wie dieser Schrein, scheinen bis heute überdauert zu haben. Hör mir gut zu, von diesen Schreinen gibt es noch weitere. An auf diesem Plateau habe ich noch mindestens 3 weitere gesehen. Wenn du in jedem davon ein Zeichen der Bewährung errungen hast, werde ich dir das Parasegel belassen. Ja, aber ich dachte nur den. Ob nun ein Schatz oder 4, machst du denn wirklich so einen großen Unterschied? Als Ausgleich habe ich dir auch einen Hinweis, wie du die Schreine leichter finden kannst. Und das gilt nicht nur für Schreine, also merke es dir gut. Der Trick ist, sich von einem hohen Punkt aus umzusehen. Apropos, wie wäre es, wenn du noch einmal auf diesen Turm steigen würdest? Nö. Hoho, keine Angst, du musst nicht klettern. Sieh dir mal auf dem Schickerstein die Karte an. Hast du die blauen Siegel gesehen, die sich von dem Schrein auf dem Turm befinden? Mit der Kraft des Schickersteins kannst du dich an diese Orte teleportieren lassen. Zumindest habe ich das gehört. Vielleicht ist es auch nur alles ein Ammenmärchen. Okay. Probier ich das mal. Der Pfad des Helden wurde der Karte hinzugefügt. Drücke X, um deinen Weg zu verfolgen. Oha. Ja, das ist cool. Kann ich sehen, wie ich gelaufen bin. Das gefällt mir auf jeden Fall. Nice. Allgemein sieht doch dieser Rand hier mega nice aus. Vom Schickerstein. Oh, stimmt. Ich muss den auch teleportieren. Teleportieren. Lol, er ist auch oben? Du lässt dich von einem Alter stehen wie mir abhängen? Bist nicht der Schnellste, oder? Wie? Hoho, in meinem Alter hat man den einen oder anderen Trick aufgeschnappt. Nun denn. Ich habe dich hierher gerufen, weil das hier der ideale Ausguck ist, um die übrigen Schreine zu finden. Hast du schon gemerkt, dass dein Schickerstein über eine Fernglasfunktion verfügt? Such mit Hilfe des Fernglases die Schreine und markiere sie. Mache ich gerne. Markierungen kannst du auch direkt auf der Karte hinzufügen oder entfernen. Wenn du bestimmte Orte im Auge behalten willst, ist das sehr praktisch. Ja, woher weißt du das? Ich hab's doch gesagt, in meinem Alter schnappt man den einen oder anderen Trick auf. Das kannst du glauben, oder? Dann los. Nun sieh dich schon um. Super. Okay, also da ist der eine Schrein, den ich ja schon gemacht habe. Da hinten ist noch einer. Mit A kann ich markieren. Da ist einer. Und wahrscheinlich hier irgendwo noch. Ist das einer? Oder ist es der, wo ich rauskam? Ah, da oben ist er. Da ist noch ein Turm. Okay.
Okay, nice. Dann sind hier jetzt die ganzen Schreine markiert. Dann würde ich sagen, geht's jetzt heute erstmal zu den östlichen Tempelruinen. Also in Richtung da hin. Ob ich den Schaden schon mache, ist eine andere Frage. Ich will schon alles entdecken. Okay, nice. Denke ich hier an der Mauer entlang. Vielleicht finde ich hier wieder ein paar Krux oder ein paar Kisten. Ist ja auf jeden Fall ganz nice. Oder ich kann auch mit dem Magnetmodul noch hinten in dem Schrein alles entdecken. Da gab es nämlich noch ein paar Sachen. Okay, da geht es tief runter. Okay, also ich denke, ich gehe nochmal zurück zu dem Schrein. Weil da habe ich ja noch eine Kiste im Wasser gesehen. Die kann ich vielleicht darum bewegen mit dem Magnetmodul. Aber ich denke auch schon. Was ist das? Alles klar. Da auch. Okay, sieht nach riesigen von diesen Wächtern aus, die ich hier vorher gefunden habe. Aber die sind ja absolut riesig dann. Okay. Ja, es kommt noch sehr viel auf uns zu. Oder auf mich eher. Wo war jetzt eigentlich der Schrein? Okay, da. Ich hoffe, die kommen in die falsche Richtung. Stimmt, kochen wollte ich noch. Vielleicht kann ich ja da oben bei dem, wo der alte Mann ganz am Anfang saß, da war ja ein Koch. Kochkessel. Vielleicht kann ich da ja mal ein bisschen kochen. Ja, genau hier. Das meine ich. Kann ich nämlich ein paar Sachen bewegen. Deswegen suche ich hier mal erstmal das ganze Wasser ab. Oder von Eidechse. Schade. Okay. Oh, hier ist was. Und da komme ich immer noch nicht rüber, glaube ich. Zu diesen beiden Kisten. Das komplett automatisch gemacht, aber ich glaube, dass es da rein sollte. Ah ja. Oh, das habe ich entdeckt. Krog-Samen. Ja, und zwar gibt es ja verschiedene Krog. Prüfungen? Und zwar muss man, bei einer hieß immer so in den Baumstumpf die Eiskugel reinlegen. Aber das ist ja auch nicht so schwer rauszufinden, finde ich jetzt. Okay, mal schauen, ob es hier noch irgendwas gibt. Okay, das ist anscheinend irgendein Schlamm. Soll ich am besten nicht reinlaufen. Von ist noch was. Ja, hier. Ja, was kann ich jetzt damit machen? Kann ich die irgendwie hochwerfen? Und wo bist du denn? Was wollte ich eigentlich gar nicht? Ein Bock mit Knochen. Ein unheimlicher Knochen, der sich auch getrennt durch heute bewegt. Okay. Das habe vergessen weiter zu lesen, aber egal. Okay. Eine Bocklanze, ein dicker Ast mit angespitztem Ende. Bockblins benutzen ihn, um Fleisch oder Fisch über dem Feuer zu rösten. Okay, also sind die Gänse anscheinend nicht. Das ist noch Holzpfeile. Und das ist die Kiste, die ich gemeint habe. Die hole ich mal raus. Aus dem See. Bernstein, versteinertes Baumharz, das in Hyrule gefunden werden kann. Es besitzt einen geheimnisvollen gelb-roten Schein und wird traditionell zu Schmuck verarbeitet. Ja, sehr nice. Hab schon zwei Bernsteine, glaube ich. Oder? Nee, nur einen. Okay, so doch Nacht langsam. Da hätte es doch so einen Turm. Dann würde ich sagen, ich mal weiter. Eine dicke Feder. Ich versuche immer jedes neue Item, wo ich finde, vorzulesen. Also die Beschreibung davon. Das ist, glaube ich, ganz cool. Aber, ja. Das sind noch Sportkröten. Boah, die sind richtig schnell. Warum sieht er mich denn nicht? Ist der komplett lost? Der auch. Alles klar. Mein Bockbogen.
Perfekt, habe ich schon mega viele Pfeile wieder. Ach, ich drück mir die falsche Taste. Ja, 21 Pfeile. Das ist ja richtig gut schon mal. Und das noch mehr. Perfekt. Null. What the heck? Oh nein, mein Schwert ist kaputt. Da brauche ich jetzt hier diesen Bockknochen. Oder ich nehme hier die ganzen Bockstücke mit. Okay. Ah, hier haben sie schon eine Lanze, glaube ich. Ah nee, das sind Knochen. Grillwild, über offenem Feuer gegrilltes Wild. Durch die Hitze entfaltet sich das Aroma und der Heileffekt wird gesteigert. Oh Mann. Warten? Okay. Jetzt muss ich mal schauen. Ich darf nur halt, weiß ich, einfach schlafen. Das ist einfach ein Bombenfass, glaube ich. Wow. Ja, sah so aus. Dann schau ich mal weiter. Das ist ein Totenkopf. Also ich erkunde hier schon ganz fleißig. Langsam zur östlichen Tempelruine vor. Halt in der nächsten Folge dahin können. Kann ich vielleicht irgendwie noch runterholen? Ja, kann ich sogar. Perfekt. Ja, das hat es mir gebracht. Gar nichts. Doch, ich habe eine Waffe verbrannt. Ich bin der? Oh. Alles klar. Also, ich weiß jetzt nicht, warum. Aber egal. Also, der hat auf jeden Fall... What? Der hat viele Leben. Ein Stachelbockstock. Der Bockmann, der diesen Stock gebastelt hat, hat sich wirklich Mühe gegeben. Pass auf, denn die spitzen Tierknochen können ins Auge gehen. Okay. Eine Kiste. Das habe ich jetzt nicht erwartet sogar. Okay. Dann gehe ich mal hier weiter. Mach ich ein paar Pfeile mit in den Bogen. Ah, meine Tasche ist voll. Ist ja nicht schlimm, ich habe ja schon bessere Bögen. Hier diese ganzen... anderen Bögen. Federbeißerflügel. Der Flügel eines Federbeißers. Erst bei näherer Betrachtung fällt dir auf, dass er von deinen kleinen Härchen bedeckt ist. Kochst du ihn mit Insekten dann? Dann was? Ja, das muss ich alles rausfinden anscheinend noch. Den Bockstock nehme ich noch mit. Wow, das ist auch voll. Lol. 5 Pfeile, denen die Kraft des Feuers innewohnt. Alles, was sie treffen, verbrennt. Besonders effektiv gegen kalte Ziele. Feuerpfeile? Okay. Hilfe. Okay, das sind sie. Dann gehe ich mal weiter. Zu diesem Schrein da vorne. Nee, zu dem Schrein hier rechts. Links wollte ich ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Vergesse ich schon alles. Okay. Dann geht's mal hier weiter. Da ist noch eine Kiste. Hat sich ja gelohnt, um sich umzusehen. Okay. Ein Bernstein. Nice. Davon kann ich bestimmt nicht genug gebrauchen. Ich denke, bevor ich hingehe, würde ich nochmal die ganze Mauer hier absuchen. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Okay, da hat irgendwie gerade Pfeil auf mich geschossen. Aber egal. Ich lasse mich davon nicht ablenken. Ich denke, dass ich hier vielleicht ein paar Kisten immer so ausgraben kann. Das ist schon der Schrein, okay. Und ein paar Flederbeißer. Oh, ein Flederbeißerauge. Ein Trophäe aus einem Flederbeißerkampf. Als Kochzutat scheint das Auge nicht zu taugen. Aber vielleicht findest du irgendeinen anderen Verwendungszweck dafür. Ja, mal schauen. Ich habe auch nur 2 Boxschilder bisher. Also Schilde muss ich noch finden. Okay. Da ist so eine Kiste. Und wait, what? Okay. Ich glaube, ich muss den abwenden, Schuss dann.
konzentrieren. Okay, ich schaff's nicht. Nein, der ist doch nicht hoch. Oh mein Gott. Okay, so kann ich den schon besiegen. Was? Der hat mega viel Leben. Okay, das ist ein sehr spannender Kampf. Okay, ist das Bockstock? Aber so kann ich ihn gut besiegen. Oh, verdammt. Egal, ich hab noch gute Bögen. Oh, mit 8! Kann ich dir schon fast one-shotten, lol. Nur alles geht kaputt, wenn ich auf den drauf hau damit. Egal, vielleicht droppt er mir echt krasse Sachen. Alter. Ich hab langsam keine Waffen mehr. Was für Lachs habe ich noch? Ich hab ihn. Oh Gott, explodiert er? Ja. Oh. Ein antikes Zahnrad. Dieses Zahnrad stammt zwar aus einer uralten Maschine, aber es sieht so aus, als würde es erst gestern hergestellt worden. Unerklärlich. Okay. Eine antike Achse. Eine so stabile Achse könnte mit heutiger Technologie nicht hergestellt werden. Vielleicht wird sie dir für irgendetwas nützlich sein. Ja, schauen. Eine Feder und eine Schraube, ein Holzpfeil. Mhm. Also das war schon mal ein spannender Kampf. Oh no, nicht schon wieder. Dem geht ja aus dem Weg diesmal. Ich habe ja nichts mehr, wo ich gegen kämpfen kann. Ich suche hier so lange mal die Wächter. Ich werde schon diese Kiste da holen. Ich habe eine Idee. Ich wollte eigentlich nicht hoch. Egal. Schnell. Okay. Da ist Nebel auf dem Boden. Okay, da ist die Kiste. Schnell. Ah, perfekt. Ein Nintendo Switch-Hemd. Erweiterungspass-Bonus. Was für ein energisches Rot. Was für ein formschönes Logo. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Als ob. Ja, das ziehe ich natürlich direkt an. Damit schütze ich mich ja auch noch. Okay. Ja, gleich geht's hier in den Schrein rein. Also in der nächsten Folge. Weißt du, möchte ich hier noch kurz die Mauer absuchen. Da! Perfekt! Hat sich ja gelohnt. An der Tür mit einem Stein drunter. Also ein Krog. Ui, yay, du hast mich entdeckt. So. Ich will irgendwie da runterspringen, aber ich denke, dass ich das nicht überleben werde. Deswegen lasse ich das lieber mal. What? Noch einer von denen? Geil, hab ich dich entdeckt. So. Dann aktiviere ich mal den Schrein, damit es in der nächsten Folge direkt reingehen kann. Das kann man überspringen, haben wir alles schon gesehen. So, und ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es dann hier in diesen Schrein hinein. Bis zum nächsten Mal und ciao.